breitesten Aufstellung auch, was Unternehmen betrifft. Sie wissen, dass wir sowohl große Unternehmen als auch viele mittelständische Unternehmen, IHK, Handwerkskammer haben. Sie wissen, dass wir darüber hinaus auch im Aufsichtsrat Vertreter haben vom Fraunhofer, einen Vertreter vom Fraunhofer Forschungsinstitut. Das ist ja auch etwas, was für uns sicherlich spricht. Und Sie wissen, dass wir erst vor kurzem auch den Fahrkartenhersteller hier gewinnen konnten als Anteilseigner und Aufsichtsratsmitglied. Das ist ja das Unternehmen, das die digitalen Navigationskarten für die Navis der Autos herstellt. Ein Gemeinschaftsunternehmen, welches sowohl BMW, Audi, VW als auch Daimler gehört. Neu sind ja dort auch die Anteilseigner Intel und es wird jetzt auch noch einen chinesischen Anteilseigner bei diesem Fahrkartendienst hier geben. Also wir sind auch da sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt war die Frage, wie können wir uns in dem Konzert der einzelnen digitalen Gründerzentren, die ja in Bayern jetzt fast gleichzeitig alle geschaffen werden, wie können wir uns da nochmal etwas herausheben und wie können wir dort eine Führungsfunktion übernehmen? Und es ist uns gelungen, eine Ausschreibung des Freistaates Bayerns zu gewinnen. Es geht um einen Gesamtbetrag von 3 Millionen Euro, der an ein digitales Gründerzentrum übergeben wird, welches die Führungsrolle für alle anderen digitalen Gründerzentren in Bayern in Sachen Coaching betrifft oder übernimmt. Das bedeutet, alle anderen digitalen Gründerzentren haben das digitale Gründerzentrum Ingolstadt jetzt als Anlaufstelle für die Coaching-Leistungen, die sie übrigens vom Freistaat vorgegeben auch abrufen müssen. Und diese Coaching-Leistungen sollen die digitalen Gründerzentren befähigen, sozusagen möglichst zügig auch in den Betrieb zu gehen, möglichst gut am Markt zu operieren und die richtigen Entwicklungen dann auch zu haben. Und die Coaching-Leistungen selber werden in Ingolstadt dann mehr oder weniger organisiert und ausgeschrieben. Das Gesamtvolumen von 3 Millionen Euro wird dann kleinteilig durch die einzelnen digitalen Gründerzentren abgerufen. Es muss mindestens einmal pro Woche dann eine Coaching-Leistung in jedem digitalen Gründerzentrum in Bayern auch abgerufen werden. Das ist die Vorgabe des Ministeriums. Darüber hinaus müssen weitere Leistungen abgerufen werden. Das können dann die entsprechenden digitalen Gründerzentren selber bestimmen. Und es gibt deswegen in Ingolstadt eine Auftaktveranstaltung im Mai. Da kommen alle digitalen Gründerzentren nach Ingolstadt und wir koordinieren dann die entsprechenden Bestrebungen. Zwischen Mai und dem Folgetermin, der ist dann im Juli, sollen die digitalen Gründerzentren sich Gedanken machen, welche Leistungen sie noch abrufen. Und wir werden dann eben die entsprechenden Coaching-Leistungen auch mit den Unternehmen, die das dann für uns übernehmen, auch anbieten. Heißt für uns auf gut Deutsch, wir übernehmen die Führungsrolle aller digitalen Gründerzentren in Bayern, was dieses Thema betrifft und was was das Vorankommen betrifft, sind wir also vorne dran. Das ist